siehst mitgenommen aus. Echt? Amerika war mal groß. Aber die Zeit ist echt lange vorbei. Wenn das hier nicht der Beweis dafür ist, weiß ich ja auch nicht mehr. Munition haben wir wohl genug. Einmachgläser schauen hier auch nicht gerade appetitlich aus. So, mit machen wir uns auf zur Hütte. Das Werk Gottes, weißt du? Habe ich wohl nebenbei noch eine andere Aufgabe gemacht? Gar nicht mitgekriegt. Ich wollte eigentlich nur ihr helfen. Wen habe ich denn heute? Wen habe ich denn aktuell dabei? Ihn hier? Sie mit 50 Kills schon. Für das hier. Nicht so wie Beau. Das ist dieser Überlebenskünstler oben in den Bergen. Du solltest mal zu ihm, der kennt sich echt aus. Hätten wir bei deiner Diskussion den Kampf vermieden? Werden wir tun. Schauen wir mal, wo der Beau ist. Da ist der Beau. Gar nicht weit weg, aber wir gehen jetzt zuerst zur Hütte. Hütte, Hütte, Hütte. Seh zu, wie ich in Fahrt komme. Geh voll ab. Tanzen ist gleich im Kampf. Hat echt weh getan. Er ist echt cool. Er. Sie müssen sich mehr Mühe geben, wenn sie mit uns spielen wollen. Du hast es schon wieder getan, Jess. Nimm mir das Wort aus dem Mund. Rotlachsgebiet. Hat's den zerlegt, den Jeep hier oder was, oder? Bin nicht mehr da. Gut, hier wimmelt's. Gegnern. Vorsicht, da sind böse unterwegs! Ich lege an! Träum schön, Wichser. Geh mal von unten rein. Drei Vorteilspunkte. Geh mal kurz hier hoch. Hier sind immer noch ein Haufen Gegner. Irgendwo brennt's. Irgendwo brennt's. Wo brennt's? Da brennt's. Das brauchen die ja nicht mehr. Mein Gott, das macht Laune.
So, wir müssen irgendwo eine Luke oder irgend sowas finden. Das Versteck liegt definitiv außerhalb der Hütte. Sieh dich um. Okay, außerhalb der Hütte. Gut. Dann gehen wir raus. Das war mal krass. Was zum Geier willst du damit sagen? Ja. Yeah. Was haben wir jetzt hier gefunden oder was war in der Kiste drin? Wo ist das Problem? Wo ist die Hütte? Hier ist die Hütte. Welche Himmelsrichtung? Diese Himmelsrichtung. Los geht's! Ich hoffe, die kommen da auch hoch. Meine Freunde. Oder laufen zumindest außen rum. So, hier wäre ein SUV, den klauen wir uns, glaube ich. Gut, dass Eli da war, um dich da rauszuholen. Es hieß, dass sie noch mehr Wölfe zu Eggjaw Lodge bringen. Wir müssen was unternehmen, bevor sie noch mehr von diesen beschissenen Judges machen. Ein Freund von mir ist so ein Prepper. Das ist eine Plattenkiste. Wo ist das Auto? Das Auto SUV ist so. Wir haben keine Zeit zum Spielen. Hey, also! Sei bereit! Oh nein! Verdammte Scheiße! Das brauchen wir wohl nicht mehr. Das war wohl nichts, ihr Hirnis. Übel. Gas. Okay, bin drin und kralle mich am Sitz fest. Los geht's. Tu
musst leiser atmen, Luke. Du verletzt dich sonst. Da drüben, da ist was! Ja, ob ich das natürlich zu Fuß fange, ist natürlich... Hätte, glaube ich, nicht von meinem Ding runtersteigen dürfen. Stoppt man den mal mit dem Jeep hier. Böse. Wo ist er jetzt hin? Ist er verschwunden? Siehst aus wie ein erfahrener Angler. Das ist der... wie Eulen nach Athen tragen, ha? Du wärst blöd, wenn du in dieser Gegend nicht angeln würdest. Bei dem ganzen Irrsinn mal einen Moment für sich zu haben, ist gut für die Seele. Es ist wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür nicht. So wie ich es sehe, rühren die größten Probleme dieser Tage daher, dass die meisten Leute nicht mehr innehalten und nachdenken, bevor sie etwas tun.
Nicht jedes Problem lässt sich mit Kugeln lösen, weißt du? Aber das ist nur meine Meinung. Falls du Ausrüstung, Köder oder sowas brauchst, ich kann dich ausstatten. Dann zeig mal her, was du Tolles hast. Zu meiner Route bin ich immer gut. Unterwegs. So. Das ist die Show. So, müssen wir kurz hier auf meinen Plan schauen, aber ich würde sagen, wir fahren erst kurz mal hier diesen Sektenaußenposten an. Aber wenn wir eh schon da sind. Du bist der Boss! Wo ist dein Vater jetzt, ha? Wir haben Gesellschaft! Ja, das ist gut! Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, mir will jemand wehtun! Helft mir! Please! Help me!
können sie ja gerne tun. Okay, der Weg hier brennt, somit... kommen sie hier auf der Seite nicht weit. Und wo ballern die? Er hier unten zu stark, oder was? Okay, befreit. Okay, die Karte ist weiterhin da gewesen. Was hier rauf müssen? Jetzt hoffen wir schnell, da reißen wir jetzt dann später selber. Ich hab gehört, du hast bei der Elktor Lodge aufgeräumt. Gute Arbeit, Deputy. Jacob hat diesen Ort schon seit Monaten benutzt, um Wölfe in seine Judges zu verwandeln. Ohne ihn sind wir einen Schritt näher dran, seinen ganzen Laden dicht zu machen. Die armen Wölfe. Das hat niemand verdient. Außer Jacob. 40 Silberbahnen. Das sieht dort nicht so aus, aber ich weiß, dass wir diese wunderschöne Hütte wieder herrichten können. Verdammt, Jess, sieht gut also, aus heute, Mädchen. Dieser krasse Ninja-Scheiß, so als ob du mich jeden Moment umnieten würdest. Da stehe ich drauf, Mann. Seitdem die Peggys die Radarstation besetzt haben, sitzen sie uns bei jedem Schritt im Nacken. Wir müssen hin und den Laden dicht machen. Bist du dabei? Jawohl. Nächsten Sektenaußenposten. Wer ist wo? Da hinten. Dann machen wir hier mal schnell eine Schnellreise hier hin. Und dann können wir uns da hinten den Sektenaußenposten killen. Jacob Seeds. Jetzt steht der Kollaps bevor. So, kurz Karte auf hier. Zack, Außenposten. Sieht aus, wie ich mich fühle. Hallo, mein Käferchen! Im Vergleich zu den Rakia sehen die Peggy-Tattoos aus wie Kinder gekritzelt. Die werden nie meine Ted Bros, kein Stück. Du musst leiser atmen, Herc. Du verrätst dich sonst. Sauerei!
raus darüber. Sarai. Sarai. Schauen wir mal, ob wir das Quad hier klauen können. Die Geisel befreien hier. Hier durch, stinkt hier und Wolf! Unterwegs! Tschüss! Was ist das hier? Ich glaube, die macht schöne Kürbisse hier! Baseball. Hör zu, Mann. Überall, wo man hingeht, ist das irgendwie scheiße, okay? Eigentlich haben alle Länder, in denen ich war, eins gemeinsam. Und zwar irgendeinen Typen, der einfach nur alle Schätze, alle Ladies und alles Bier für sich selbst behalten will. Dachte ich mir. So, wir müssen hier hoch. Schauen wir mal, wie weit wir mit Quad noch kommen. Vom Weg her könnten wir fast bis ganz nach oben kommen. Und hier jetzt, hier so hoch. Okay. Steigen wir lieber ab. Für einen auf alle Fälle schon. So, dann mal kurz hier Fernglas. Seht zu, wie ich in Fahrt komme. Ich gehe voll ab. Tanzen ist gleich entkommen. Ich dachte schon, du fragst nie. Hau die Grabsteine, die sind schon tot. Ganz schön hartnäckige Hund hier.
Huhu! Schnell, helft mir! Nein, jetzt rolle ich auch noch hier runter. Es ist nicht zu fassen. So, das probieren wir jetzt nochmal. So, hier geht es immer nach oben. Auf alle Fälle kein Heli-Landeplatz.
zu Punkt A, aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Wenn du jetzt nicht aufgibst, dann deine Augen erzählen und so, wo sind denn die restlichen Jungs? Geschichte meines Erachtens. Und das war's. Chiguan Falls ist irgendwas los. Die Peggys haben da einen Wagen über die Klippe gedrängt. Ich weiß nicht, ob jemand überlebt hat, aber sie suchen irgendwas. Wir sollten uns das ansehen. Oh, das ist ja geil hier. Ein sauberer Kopfschuss ist...